Abend als Chefredakteur der Südwestpresse begrüße ich Sie in diesem Livestream ganz herzlich in der Galerie unseres Verlages in Ulm zu einem ganz besonderen Forum. Normalerweise säßen wir nicht weit von hier entfernt im Stadthaus von Ulm im Schatten des Münsters und würden vor 400 gespannten Zuhörern und Zuhörern dieses Forum machen. Nun stecken wir aber immer noch in der Pandemie fest und das macht seit nunmehr einem Jahr Treffen vor Publikum unmöglich. Dieses Duell wollten wir aber unbedingt einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, zumindest digital und natürlich später auch in gedruckter Form. Denn es geht um die Zukunft unseres Landes. Wer regiert in den kommenden 5 Jahren in Stuttgart? Weiterhin eine grüne Mehrheit unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder eine Koalition unter der Führung der CDU mit Ministerin Susanne Eisenmann als Ministerpräsidentin? Am Sonntag entscheidet der Wähler. Wir haben die beiden Spitzenkandidaten heute zum letzten Duell vor der Entscheidung zu Gast. Herzlich willkommen Susanne Eisenmann und Winfried Kretschmann. Damit Chancengleichheit herrscht, sind wir ebenfalls zu zweit angetreten. Der Stuttgarter Büroleiter der Südwestpresse, Roland Muschel, bildet mit mir das Moderatoren-Duo. Und eine Bemerkung, weil wir hier so schiedlich friedlich ohne Maske sitzen, wir sind vorher alle getestet und negativ getestet worden, also keine Gefahr für uns für die nächsten Stunden, aber es werden keine Stunden, das kann ich auch versprechen. Dem Protokoll folgen zunächst die Begrüßung des Ministerpräsidenten. Seit dem 12. Mai 2011 ist Winfried Kretschmann die Nummer 1 im Land, nachdem er zuvor, 10 Jahre zuvor, sensationell erster grüner Regierungschef in einem Bundesland geworden war. Zunächst in einer Koalition mit der SPD, in der zweiten Legislatur mit der CDU als Partner. Jetzt mit 72 Jahren der dritte Anlauf des gelernten Chemie- und Biologielehrers nach langer und reiflicher Überlegung. Die Umfragen sehen ihn persönlich weit vor seiner Herausforderin, aber auch die Grünen liegen im Moment in Umfragen rund 10% vor der Union. Kann sich Winfried Kretschmann also schon bequem zurücklehnen? Wir werden hoffentlich mehr darüber in den nächsten 90 Minuten erfahren. Seine Herausforderin ist Susanne Eisenmann, seit 2016 Kultusministerin in der grün-schwarzen Landesregierung. Zuvor war sie bereits als Bürgermeisterin in Stuttgart, in der Landeshauptstadt, für die Schulpolitik zuständig. Den Landtag kennt die 56-Jährige bestens. Sie war von 1991 bis 2005 Büroleiterin des damaligen CDU-Landtagsfraktionschefs Günther Oettinger. Als der Ministerpräsident geworden ist und in die Villa Reitzenstein, die Stuttgarter Regierungszentrale, eingezogen ist, ist Susanne Eisenmann in die Kommunalpolitik gewechselt. Jetzt aber strebt sie selbst den Einzug in die Stuttgarter Regierungszentrale an. Sie wäre die erste Ministerpräsidentin des Landes und in Stuttgart selbst macht sie keinem Geringeren als dem grünen Verkehrsminister Winfried Herrmann das Direktmandat für den Landtag streitig. Ja, und dann wollen wir in die Fragen und so ein bisschen ins Warm-up, obwohl es hier gut warm ist schon in der Villa. Frau Eisenmann, Sie sitzen am Kabinettstisch mit Winfried Kretschmann. Sie kennen sich, Sie arbeiten jetzt 5 Jahre zusammen. Sie haben über ihn in einem Interview gesagt, ich mag ihn, man kann sich glänzend mit ihm unterhalten. Wie schwierig ist es dann eigentlich, in den Modus Attacke umzuschalten? Zunächst mal guten Abend und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Natürlich ist es im Rahmen einer Demokratie üblich, dass man irgendwann vor den Wähler, die Wählerin tritt und der Zeitpunkt ist jetzt am Sonntag gekommen und natürlich gehört es dann auch dazu, dass man sich inhaltlich streitet, dass man um die besten Konzepte ringt, dass man deutlich macht, wo es inhaltliche Unterschiede gibt in der Person, aber auch in den Parteien, die man vertritt und es ist ein normaler demokratischer Prozess, der in den Zeiten, in denen wir momentan leben, gerade in Zeiten der Pandemie von Corona, wo vieles eingeschränkt ist, wo vieles anders ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man den Diskurs sucht und die inhaltliche politische Auseinandersetzung. Aber dieses mit Respekt und Wertschätzung zu tun, halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, gelingt es uns ganz gut. Und das ist Teil dessen, was zur Demokratie dazugehört. Und wir können froh und stolz sein, dass wir in der Demokratie leben dürfen. Hat der Wahlkämpfer Kretschmann denn Sie noch überrascht? Gab es neue Seiten, die Sie in der Regierungsarbeit nicht kennengelernt haben? Auch insgesamt ist er sich, glaube ich, treu geblieben. Und wir haben jetzt doch einige Begegnungen in dieser Form hinter uns gebracht.
keine Sorge, wir kommen damit gut zurecht, beide, aber insgesamt, klar, in der Demokratie ist es wichtig, dass man miteinander streitet und das tun wir, aber wie gesagt, mit Respekt und Wertschätzung. Alles andere wäre für uns, glaube ich, beide undenkbar und vor dem Hintergrund ist es immer gut, wenn man sich am nächsten Tag auch noch in aller Freundschaft und aller Freundlichkeit begegnen kann. Herr Kretschmann, das ist ja ein ganz besonderer Wahlkampf unter den Corona-Bedingungen. Es gibt keine vollen Säle, Sie können keine Hände schütteln, alles findet nur virtuell statt. Es gibt ein paar wenige hybride Veranstaltungen wie heute Abend, aber ansonsten sitzen Sie eigentlich vor Bildschirmen und bekommen überhaupt keine Rückmeldung vom Publikum. Wie greift man in so einem Wahlkampf überhaupt die Stimmung der Bevölkerung auf? Ja, wie entwickelt man da ein Gespür dafür? Das ist ganz schwierig. Also stimmungsmäßig bekommt man natürlich digital wenig mit, außer natürlich durch Mails und Tweets und so weiter. Klar, auch da, die sind ja oft sehr deutlich, um das mal vorsichtig zu sagen, da bekommt man schon einiges mit. Aber nicht, das sind ja oft Leute, die sehr Engagiertes machen, auch Leute, die aggressiv sind. Jetzt sozusagen die Gesamtstimmung der Bevölkerung, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen. Nicht, wenn man eine Wahlveranstaltung macht, sitzt im Saal und dann denkt man, jetzt kommt Applaus und es kommt keiner und an einer anderen Stelle, wo man nicht erwartet, kommt einer, das sind ja Rückmeldungen, ja, wo du denkst, aha, die ticken doch nicht so, wie du dachtest und das fehlt. Ja, also aus dem Wahlkampf selber kriegt man da nicht wirkliche Rückmeldungen. Insofern ist es eine Ausnahmesituation. Dafür erreicht man oft mehr Leute, nicht über digitale Formate. Aber der lebendige Austausch mit den Leuten, das fehlt schon. Jetzt kennen Sie Frau Eisenmann aus der wöchentlichen Kabinettssitzung. Sie telefonieren öfter, sprechen auch mal unter vier Augen bei wichtigen Themen. Haben Sie an ihr jetzt irgendwie neue Seiten kennengelernt im Wahlkampf, wo Sie gesagt haben, holla, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht? Also ehrlich gesagt jetzt nicht. Das wäre ja auch sehr, sehr überraschend. Es gibt schon Politiker, die können sich sehr oft neu erfinden, aber nicht alle. Nee, wir kennen uns ja jetzt durch die Arbeit im Kabinett wirklich gut. Wir gehen professionell miteinander um. Haben das Land auch gut zusammen regiert. Und jetzt muss man eben ja, auf Wahlkampf umschalten und mal mehr rausarbeiten, wo man sich auch unterscheidet. Nicht wenn man regiert, dann stellt man die Sachen ein Stück weit zurück, dass man gut regiert. Aber im Wahlkampf geht es jetzt schon darum, zu sagen, was man selber für richtig hält, sozusagen ungefiltert. Aber wichtig ist es immer, dass es zur Sache geht und nicht zur Person. Darauf sollte man in der Demokratie größten Wert legen. Wir sind politische Gegner oder Konkurrenten, aber ja keine Feinde. Und persönlich ist Wertschätzung da kein Hindernis. Dann springen wir doch mal direkt in den Wahlkampf rein, Frau Eisenmann. Eine Frage können wir Ihnen wirklich nicht ersparen, weil Sie in den letzten Tagen natürlich die Schlagzeilen beherrscht. Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolaus Löbel und nicht nur er allein, auch der CSU oder jetzt schon ehemalige CSU-Kollege Georg Nüsslein sind im sogenannten Maskenskandal auffällig geworden, sollen Bestechungsgelder für die Vermittlung von Masken genommen haben. Das ist der Vorwurf. Was bedeutet das für Ihre Aussichten am Sonntag und ja, für die Union und für das Vertrauen in die Union? Also zunächst mal verstehe ich, dass Sie diese Frage nicht ersparen können und auch nicht sollten, weil es tatsächlich ein Thema ist, über das man sprechen muss. Das ist ein Vorgang, für den mir persönlich und ich glaube jedem absolutes Unverständnis vorherrscht. Mir ein Rätsel, wie man sowas tun kann, in einer Situation, wo man wirklich darum kämpft, wie man die Krise bewältigen kann, in einer Situation, wo viele ums Überleben kämpfen, wirtschaftlich, sich dann selbst zu bereichern und sich dafür das Mandat zunutze zu machen. Das ist ein absolut indiskutabler Vorgang. Und deshalb ist es gut, dass er aus der Partei ausgetreten ist, dass er mit sofortiger Wirkung sein Mandat niedergelegt hat. Und ich erwarte auch, dass er das Geld, das er eingenommen hat mit diesem Deal, dann gemeinnützigen Organisationen spendet. Und deshalb, es ist immer ein Vertrauensverlust in die parlamentarische Demokratie,
Es trifft dann irgendwie viele, weil man heißt, so sind sie halt alle. Und deshalb, es sind Einzelfälle, aber deshalb ist es wichtig, dass das dann auch deutlich kommuniziert wird und dass man sich davon auch deutlich distanzieren kann. Deshalb tue ich das uneingeschränkt und für mich ein wirklich indiskutabler und ärgerlicher Vorgang, der, wie gesagt, viele in Misskredit bringt, die tatsächlich in dieser Krise auch in der, gerade als Politikerinnen und Politiker im Bund, in den Ländern intensiv arbeiten, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen. Aber klar, sowas ist immer ein hochnegatives Beispiel. Und wie gesagt, das einzig Richtige, dass er aus der Partei raus ist, Mandat zurückgelegt hat und alles andere erwarte ich, wie gesagt, das Geld, dass er es spendet. Aber ein indiskutabler Vorgang. Herr Kretschmann, das waren jetzt sehr klare Worte von Frau Eisenmann. Jetzt gibt es Parteifreunde von Ihnen, die twittern unter dem Hashtag Schwarzer Filz. Ist das auch der Blick, den Sie auf den Koalitionspartner in dem Zusammenhang haben? Und können Sie denn sicher sein, dass in Ihren Reihen nicht auch so ein Fall aufploppt? Ja, das sind erstmal Einzelpersonen, die das machen. Und dabei muss man es erstmal auch belassen, bevor nicht weitere Geschichten hochkommen vielleicht, was ich ja nicht weiß. Da erstmal sind das, ist das ein Fehlverhalten Einzelner und das soll man erstmal auch so benennen und nicht rumspekulieren. Ja, natürlich gab es schon auch andere Geschichten noch davor. Ich meine, das Dramatische ist, dass natürlich nie keine Partei ist gefeit, dass sie auch solche Leute in ihren eigenen Reihen hat. Aber das Dramatische ist schon, in einer schweren Krise, sich an der Krise zu bereichern. Das ist natürlich schon sehr, sehr gravierend. Und der Flurschaden kann eben nicht nur für die jeweilige Partei groß sein, sondern auch für die Demokratie insgesamt. Aber andererseits muss man auch sagen, es ist auch schnell korrigiert worden. Das heißt, die Demokratie zeigt auch ihre Reinigungskraft, dass innerhalb weniger Tage die Leute nicht Konsequenzen sehen muss. Ich meine, das ist ja nicht in allen Ländern der Welt so. Insofern ist das das Positive, das gezeigt wird. Unsere Demokratie reagiert schnell darauf und das lässt man nicht zu. Und der öffentliche Druck ist so, dass das nicht geht. Hoffen wir, dass uns diese Schlagzeilen auch dann erspart bleiben in Zukunft. Und wir wollen dann zum nächsten, zum alles überlagernden Thema Corona kommen. Seit einem Jahr kämpfen wir dagegen. Es war für alle, für die Politik, für alle Beteiligten Neuland. Die erste Welle hat man gut hinbekommen, man hat gut dagegen angekämpft. Jetzt sind wir in der zweiten. Und viele sprechen davon, dass wir uns auf dem Weg in die dritte befinden. Haben Sie, hat die Landesregierung im Kampf gegen Corona im Rückblick auch Fehler gemacht? Ja, wir haben, sagen wir, insgesamt einen Fehler begangen. Die ganze Ministerpräsidentenkonferenz, das war im November. Wir hatten die Ansage aus der Wissenschaft, dieser milde Lockdown kann genügen, um die Welle zu brechen. Das hat sich eben als falsch herausgestellt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Fehler war, weil wir hatten ja glaubwürdig die Ansage, dass es genügen könnte. Ich erinnere mich noch an eine Talkshow mit dem Kollegen Lauterbach. Der hat gesagt, das ist der Durchbruch. Ja, und das hat sich als falsch erwiesen. Das heißt, man lernt natürlich in solch einer Krise und hinterher ist man natürlich auch immer klüger. Und jetzt sind wir vielleicht vor einer dritten Welle. Ich würde mal so sagen, dass natürlich durch die Mutanten, die ja ansteckender sind, sind wir im Moment in einer Seitwärtsbewegung. Ja, es ist langsam gestiegen. Und das muss man jetzt sehen. Deswegen haben wir aus dem November-Lockdown gelernt. Jetzt gibt es eine Notbremse. Das heißt, wenn 100 überschritten wird, dann werden alle Gebote und Verbote und Regelungen vor den Lockerungen wieder in Kraft gesetzt. Also das ist ein klares Ergebnis, das wir machen. Man darf da nicht zu lange warten.
Aber wir haben auch neue Instrumente, wie das Testen, was wir damals nicht hatten. Wir haben heute hochqualitative Masken zur Verfügung. Nicht deswegen, wenn wir jetzt mit den neuen Testmöglichkeiten, nämlich diese leicht händelbaren Tests, also nicht, dass wir gerade alle machen mussten mit den Langstäbchen, dazu braucht man geschultes Personal, das kann man nicht einfach so in die Breite bringen, aber mit den neuen Schnelltests ist es dann möglich, wirklich in der Breite zu testen, dann kann man auch Öffnungsschritte gehen, ohne dass man ein hohes Risiko eingeht, dass es gleich wieder zu Infektionswellen führt. Nicht? Und das müsste jetzt erst ausgerollt werden. Mhm. Frau Eisenmann, als Schulministerin, welche Note würden Sie denn dem Corona-Management des Ministerpräsidenten geben? Und als Spitzenkandidatin, was hätten Sie denn, wenn Sie die Richtlinienkompetenz hätten, möglicherweise anders gemacht? Also zunächst mal tue ich mich ein bisschen schwer mit Noten vergeben, wenn man an der Klassenarbeit selbst mitgeschrieben hat. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Sondern mir geht es eigentlich darum, dass ich schon überzeugt bin, dass wir in der Landesregierung in dieser schweren Krise viele Wege klug und auch abgewogen gegangen sind. Dass man im Nachhinein manches anders machen würde, ist klar, weil es natürlich für diese Situation auch keine Blaupause gab. Aber wenn wir diskutieren oder unterschiedlicher Meinung sind, dann geht es um die Frage, mit welcher Schnelligkeit setzen wir was wie auf, Stichwort Teststrategie, hätte man nicht schon Ende Januar beginnen können und absehen können, dass wir die Teststrategie weiterentwickeln müssen, also mehr testen, um Infizierte von Nicht-Infizierten zu trennen. Das sind alles Themen oder auch jetzt die Diskussion um die Frage, wie zügig bauen wir einfach eigentlich eine Impfstruktur auf. Wir warten darauf, dass es mehr Impfstoff gibt, Licht am Ende des Tunnels, nur er muss dann auch verimpft werden. Was nicht passieren soll, weil das ist das, was die Menschen verärgert, und zwar nachhaltig verärgert, wenn sie das Gefühl haben, es gibt neben der Frage der Inzidenz Themen wie Testen und Impfen, aber sie dann das Gefühl haben, dass die Struktur nicht stimmt, dass man nicht schnell genug vorankommt, dass man nicht gut genug vorbereitet ist als Staat. Und das ist der Punkt, worüber wir dann diskutieren. Da hätte ich mir, das ist ja kein Geheimnis, beim Testen früher die Strukturen gewünscht. Stichwort Apotheke, Hausärzte sind das eine, aber vor allem kommunale Testzentren. Und bei der Impfstruktur hoffe ich, dass wir jetzt mit Weitblick vorgehen, indem wir dann, wenn im April, Mai mehr Impfstoff da ist, was zu hoffen ist, diesen auch verimpfen können. Und nicht der Eindruck entsteht, jetzt kommt es mit den Impfterminen nicht voran, vor Ort wissen die Impfzentren nicht, wer eigentlich dran ist und wann jemand dran ist und schicken sie dann wieder weg, obwohl sie eigentlich dran wären. Das führt zu tiefer Verunsicherung. Und deshalb, wenn wir diskutieren, und das ist auch richtig, dann um den Weg, wie wir hier vorankommen, das ist richtig, aber vom Grundsatz her zu sagen, wir müssen sehen, wie wir Corona in der Ausbreitung verhindern, wie wir Gruppen schützen können, da sind wir uns einig. Und deshalb ist es ein gemeinsames Werk. Ich glaube aber, dass wir strategisch und strukturell, organisatorisch besser hätten vorankommen können. Und in der Hinsicht haben wir eine unterschiedliche Auffassung. Das ist das eine, auch die Teststrategie, die vielleicht zu spät gekommen ist. Das ist natürlich auch nicht alleine in der Verantwortung des Landes. Aber was viele Menschen ja nicht verstehen, und da richte ich mich an Sie, Herr Kretschmann, ist, dass, ich glaube, am 19. Februar habe ich es noch in einem Interview nachgelesen, dass die Inzidenz 35 zunächst ein Wert war, der eine Obergrenze darstellte. Dann wurde das verschoben auf 100. Unter diesem Wert kann jetzt schon unter gewissen Bedingungen geöffnet werden, wie wir das ja jetzt auch zum Teil sehen. Und die Menschen können teilweise nicht nachvollziehen, was die Ministerpräsidenten dort beschließen und wie sie es ändern. Und ich habe heute im Interview gelesen, dass Melanie Brinkmann, Braunschweiger Virologin, sagt, die Politik sei eine Beleidigung ihrer Intelligenz. Das kann man jetzt so ausdrücken. Ich würde es nicht tun, aber zumindest aufklären, wieso changieren diese Werte und wie wollen Sie die Verwirrung auflösen? Also die letzte MPK hat, glaube ich, 9 Stunden gedauert. Ich meine, daran sieht man, dass da gerungen wird. Es sind 16 Ministerpräsidenten, eine Bundeskanzlerin, die haben doch nicht zu allem dieselbe Meinung. Die müssen ja erstmal zusammenfinden. Ja, und dieser Inzidenzwert von 50, der steht im Infektionsschutzgesetz, und der 35 auch.
So, und dann gab es ein Gerichtsurteil, das hat ein Kollege berichtet, das den Inzidenzwert von 35 problematisiert hat, als für die Maßnahmen nicht überzeugend. Darauf müssen wir reagieren. Ich habe ja in einem Interview gesagt, wir müssen uns mit den Verwaltungsgerichten rumschlagen. Das war jetzt eine zu saloppe Äußerung. Habe ich natürlich berechtigten Protest von den Verwaltungsrichtern bekommen. Aber gemeint ist damit einfach, wir haben Maßstäbe, wir schauen natürlich, dass das den Gesetzen und der Verfassung entspricht, aber Verwaltungsgerichte, dazu sind sie nämlich da, überprüfen das und kommen vielleicht zum anderen Ergebnis, weil sie den Maßstab anders anlegen. Das müssen sie berücksichtigen. Ich sonst hebt mir das Verwaltungsgericht zu viele Entscheidungen auf, dann heißt es, was macht denn der? Und dann muss man sich zusammenringen in so einer Konferenz, um zu Maßnahmen zu kommen, von denen man auch einigermaßen sicher sein kann, dass sie gerichtsfest sind. Ja, dadurch kommt es zu solchen, jetzt für die Öffentlichkeit manchmal schwer erklärbaren Beschlüssen. Wir versuchen sie natürlich transparent zu machen, aber klar, 50 ist klar der Wert, ab dem heißt es eigentlich dunkelrot. So, damit man nicht alles wieder zurückruft, sobald es über den 50er Wert gibt, haben wir einen Puffer eingebaut bis 100. Aber dann ist wirklich Ende Gelände. Wenn der überschritten wird, dann muss zurückgefahren werden. Dann kommt das zweite Problem, soll man das fürs ganze Land machen oder auch regional? Ja, wenn man es regional macht, ist es gerechter für die Leute, aber nur für die, die die niedrige Inzidenz haben. Die anderen kommen natürlich mit dem Problem des Reisetourismus, des Einkaufstourismus an. Das muss man alles abwägen und es ist halt nicht ganz klar dann zum Schluss. Entweder du machst es regional, dann empfinden es viele gerechter, aber dann ist es schwerer zu kommunizieren. Müssen die Leute sich informieren, wie ist es in meinem Kreis und im anderen. Das zeigt einfach, das Virus ist ein echter Plagegeist. Ja, er ist einfach raffiniert und mutiert auch noch. Und dann musst du abrücken von einer Strategie. Du hast weiter jetzt gefährlicher. Hätten wir keine Mutanten, wäre das jetzt schön nach unten gegangen. Aber so ist es halt nicht. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und so ist es. Deswegen sage ich immer, wir fahren auf Sicht. Am Anfang ziemlich im Nebel. Der hat sich doch etwas gelichtet. Und der nächste Schritt, den kann man ankündigen und umsetzen. Der übernächste Schritt mit einiger Wahrscheinlichkeit andeuten. Und mehr ist aus meiner persönlichen Sicht, andere sind da anderer Auffassung, schwer machbar, weil sich das halt dauernd ändert und wir auch dazulernen. Ich höre immer nur öffnen, öffnen, öffnen. Haben Sie neulich gesagt, Herr Kretschmann, an Sie die Frage, Frau Eisenmann. Das ist ja tatsächlich ein Ruf, den ich häufiger aus der baden-württembergischen CDU höre als aus der Partei von Herrn Kretschmann. Wie verantwortbar ist das angesichts der Mutanten, die ja auch schon angesprochen wurden? Also zunächst mal ist Corona nicht weg. Und ich glaube, wir sind uns in dem Punkt einig, von mir aus hätte es nie kommen müssen. Soweit hat meine Willkommenskultur noch nie gereicht. Und es kann auch wieder gehen. Allerdings ist das Virus, das Tempo macht und die Grundlagen bestimmt. Und wenn man sich's anschaut, um in dem zu bleiben, wenn man sich anschaut, wenn ich ein Fußballspiel nehme, dann kann man sagen, wenn die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft zur zweiten Halbzeit mit neuer Strategie und Taktik auf den Platz kommt und es tut dieses Virus, weil es mutiert, muss ich natürlich meine eigene Strategie auch überprüfen und anpassen, auch meine taktischen Überlegungen, weil sonst verliere ich das Spiel. Damit meine ich, natürlich ist es nach wie vor unsere Aufgabe, die Verbreitung von Corona zu verhindern. Unsere Aufgabe ist es, die Bevölkerung zu schützen. Infektionsschutz, Schutz vulnerabler Gruppen. Und man darf ja auch eins nicht vergessen in der ganzen Diskussion, dass auch viele Menschen an Corona gestorben sind. Das sind ja Schicksale, Familien, Menschen, die trauern. Das darf man ja auch nicht vergessen, das geht manchmal unter. Auf der anderen Seite stehen natürlich diejenigen, die tatsächlich durchaus mit dem Wasser, wo das Wasser bis zum Hals steht,
Da geht es um wirtschaftliche Existenzen und wer mit Gastronomen oder auch mit Händlern gesprochen hat, die sind zum Teil tief verzweifelt. Tief verzweifelt, weil es natürlich schlicht und einfach irgendwann existenzgefährdend wird. Seit Monaten geschlossen, Überbrückungshilfen ja, aber die greifen mal nicht so. Und natürlich auch die Verzweiflung, wie geht es denn generell weiter? Und deshalb ist Politik ein Abwägungsprozess. Und dass wir nicht sagen können, wir öffnen jetzt mal alles schlagartig, das ist, glaube ich, unbestritten. Ich glaube auch, dass das keiner fordert. Aber eine gewisse Ungeduld merkt man schon, auch bei Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube, das hängt mit der Frage zusammen, wie sind denn die anderen Strategien, die andere Taktik beim Testen, beim Impfen, wie kommen wir voran? Tut sich da was? Und dieses Gefühl, dass sich was tut, in Kombination mit dem Thema verantwortungsvollen Umgang mit dem Virus, das ist, glaube ich, ein Abwägungsprozess, wo die Diskussion nicht umsonst ist. Man muss ja auch einsehen, ich habe jetzt vorher gelesen, der Landkreis Calw hat jetzt eine bereinigte Inzidenz. Also die haben jetzt Cluster rausgerechnet und geöffnet. So, das ist im Rahmen der regionalen Verantwortung, aber man muss schon sehen, da gibt es natürlich vor Ort einen Druck und deshalb die CDU steht nicht dafür zu sagen, wir öffnen jetzt alles. Aber dass wir schon Perspektive brauchen, dass wir sagen, neben dem Thema Impfen so schnell als möglich, aber vor allem das Thema Testen, wie es uns gelingt, nehmen wir das Beispiel Tübingen, die jetzt sagen, wir testen alle, die Tübingen besuchen, wir versuchen eine Struktur aufzubauen. Also das Gefühl, voranzukommen, das Gefühl, dass ich neben reinem Lockdown abschließen, Schlüssel weg und irgendwann suchen man wieder. Ich glaube, das reicht politisch tatsächlich nicht mehr. Und da ringt die CDU allerdings nicht in der Frage zu sagen, wir machen jetzt mal alles auf und gucken, was passiert. Ganz im Gegenteil. Aber dass man schon Perspektive braucht und dass man auch schrittweise vorangeht, das halte ich schon für notwendig, weil sonst irgendwann die Akzeptanz verloren geht. Lockdown und keiner geht hin, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen, hilft uns nicht. Die Bürgerinnen und Bürger sind sehr pflichtbewusst und sehr vorsichtig. Aber klar ist, sie brauchen halt auch eine Perspektive. Und das nehmen wir wahr. Und deshalb diskutieren wir darum, aber definitiv nicht im Sinne von alles auf, und zwar zügig. Also, wenn Sie Ministerpräsidentin gewesen wären, hätte man schneller geöffnet. Wäre das Ihr Wunsch gewesen? Nein, ich habe ja deshalb gesagt, ich glaube, dass es sinnvoll gewesen wäre, wenn wir schon Ende Januar eine Teststruktur aufgebaut hätten. Selbst wenn es noch nicht ausreichend Tests gegeben hätte, so wie es jetzt noch nicht ausreichend Impfstoff gibt für alle, die wir impfen lassen könnten oder die sich impfen lassen wollen, hoffentlich, ist es jetzt notwendig, diese Strukturen aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, dass wir da ein Stück weit zu langsam sind. Immer nur im Windschatten Rad zu fahren, kann man machen, aber man muss halt irgendwann mal ausscheren, in die Pedale treten und die Spitze übernehmen. Das empfiehlt sich. Und das ist das, wo ich glaube, dass wir manchmal zu langsam sind, dass wir mutiger vorangehen müssen, um diese Strategien zu entwickeln, um dann schrittweise in eine zügigere Öffnung zu kommen. Aber schrittweise und langsam. Aber ich glaube, diese Perspektive ist auch die Ungeduld, die man vor Ort spürt bei den Menschen. Und da glaube ich, ja, da hätten wir 3-4 Wochen früher dran sein können und wären dann heute vielleicht auch einen Schritt weiter. Aber ich wüsste jetzt nicht, in welchen Windschatten ich mich gestellt haben sollte. Ja, ich meine, das ist alles verständlich, da, was die Leute wollen, auch besonders natürlich bei denen, die existenziell bedroht sind. Allerdings helfen wir denen ja auch, nicht den in der Wirtschaft, die davon betroffen sind, in der ganzen Kunstszene haben wir sehr früh gemacht. Muss aber immer auch sehen, die nächste Welle ist immer schlimmer. Das haben wir jetzt gesehen. Die zweite war schlimmer als die erste. Und die dritte, mit den Mutanten, die wir haben, wenn wir nicht aufpassen, wird noch schlimmer. Dann ist der Schaden für alle größer. Dann sind die Maßnahmen noch rigoroser. Das können wir ja in allen Staaten sehen. Deswegen habe ich in der Tat zu den Vorsichtigen gehört. Und ich meine, ich nehme das jetzt aber der Union auch nicht übel, dass sie jetzt, da habe ich natürlich immer eher öffnen gehört, verstehe das auch, aber der Regierungschef sowie auch die Kanzlerin, die müssen sozusagen das Ganze sehen und man muss auch, liebe Kollegin Eisenmann, das Rechte zur rechten Zeit machen. Das, was die Tübinger gemacht hätten, wäre zu dem Zeitpunkt auf das Land nicht übertragbar gewesen. Und die leicht handelbaren Schnelltests, die sind ja erst seit 14 Tagen überhaupt genehmigt. Ja, also, aber jedenfalls, wie auch immer, aber ich bin in niemandes Windschatten gefahren.
Ich will schon, wenn ich vielleicht eins sagen darf, auf ein Beispiel hinweisen, wenn wir jetzt vom Impfen sprechen. Jetzt konnten wir heute hören, dass verkündet wurde vom Kollegen Manelucha, dass Millionen mehr sich jetzt impfen lassen können, weil man die Tranchen erweitert, also 70 plus. Das hat man jetzt heute verkündet. Die Impfzentren selber, konnte man jetzt ja auch in den Medien rauf und runter hören, haben es nicht ganz so mitbekommen, das lief in der Kommunikation nicht ganz so schnell, haben gesagt, nee, das stimmt nicht, so, jetzt arbeitet man nach. Nur so viel Impfstoff gibt es momentan noch gar nicht. Die können jetzt Termine machen für April, Mai, Juni. Ist ja schön und gut, aber damit wecke ich doch völlig falsche Hoffnung. Auf der anderen Seite haben wir über 80-Jährige, mein Papi, 85, ist bisher nicht geimpft. Da stimmt was nicht. Und da wächst du falsche Hoffnungen. Und da muss ich ganz ehrlich sein, das finde ich keine kluge Strategie. Ich hätte gesagt, wir impfen zunächst mal die, die jetzt dran sind. Und die machen wir mit Priorität. Natürlich muss die Perspektive sein, dass dann die 70-Jährigen plus in der nächsten Tranche dran sind, dieses zu sagen und dieses vorzubereiten. Aber da heute mal kurz eine Kommunikation rauszuhauen, die sich mit der Organisation überhaupt nicht deckt, Unzufriedenheit hervorruft, das ist das, wo die Leute das Gefühl haben, wir haben es nicht mehr richtig im Griff. Und das ist das, was ich meine. Gleichfalls beim Testen. Und mit Windschatten meine ich schon ein Stück weit darüber zu ringen, auch mit der Bundesregierung, wer bezahlt, halte ich für richtig. Aber immer zu sagen, die müssen zuerst und dann wir zuerst. Ich glaube, dass es bei der Teststrategie gut gewesen wäre, wenn wir Ende Januar, wo wir das erste Mal drüber gesprochen haben, gesagt hätten, wir bauen zügig eine Teststruktur auf, dass wenn Tests da sind, wir zügig in diese Strategie, die jetzt alle verfolgen, reinkommen können. Das ist das, wo ich einen Unterschied sehe und den ich schon auch erkenne. Aber ich meine, ich muss dem widersprechen, dass wir jetzt in ein Versprechen hineinlaufen mit dem Impfen, das wir nicht halten können. Erstmal die Impfzentren, die wir haben, sind zur Hälfte ausgelastet. Nicht? Die können es also verdoppeln. Aber wir gehen dann in die Breite der Praxen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, diese großen Impfmengen können wir nur verimpfen, wenn wir in die Praxen gehen. Der Sozialminister hat jetzt schon Piloten in jedem Kreis. Also, und meine Ansicht ist auch die, das habe ich auch deutlich gesagt, das strenge Prioritätenregime, das muss man wirklich eher als Empfehlung sehen, wenn es in die Arztpraxen gehen, weil die Ärzte es gewohnt sind zu priorisieren. Das muss man dann lockern. Das heißt, es hat mal jemand von einem Deutschen Overengineering gesprochen. Wir sollten es auch nicht übertreiben. Aber das Versprechen ist deswegen, glaube ich, haltbar, weil wir dann in die Arztpraxen gehen und nicht mehr nur in den Impfzentren verimpfen. Also heute am 9. März ist es nicht haltbar und das kann man auch den Medien und den Berichten entnehmen. Die Leute sind sehr verärgert und das ist was ich schade finde, weil es eigentlich nicht notwendig ist, so schnell als möglich all die impfen, die geimpft werden wollen, in Praxen insgesamt, keine Frage, aber falsche Erwartungen zu wecken, das war ja Ausgangspunkt der Frage. Das ist das, was diese Enttäuschungen hervorruft. Aber wenn wir von Erwartungen und Versprechungen ausgehen, Sie hatten ja mal, das war glaube ich noch Dezember ja, gesagt. Ende Dezember. Sie würden also ohne Rücksicht auf Inzidenz die Schulen öffnen wollen. Das war ja auch ein Versprechen im Hinblick auf unzufriedene Eltern, die gesagt haben, wir möchten unsere Kinder gerne wieder in den Präsenzunterricht, weil wir auch Probleme mit dem Homeschooling haben. Das ist ja auch nicht wahr geworden. Also ist das da auch, was ist da schiefgelaufen? Da ist ja überhaupt nicht. Ich stehe auch zu der Aussage. Ich habe nur die Bitte, sie so zu zitieren, wie es auch war. Nur die Inzidenzen reichen nicht. Und heute ist es Standard. Also diese Aussage ist heute selbst bei der Bundeskanzlerin Standard. Aber nicht zu sagen, weil das keine Rolle spielt, wie das Virus sich verbreitet. Aber allein der Blick auf Inzidenzen, Sie haben es vorher selber angesprochen, 50, 35, 100, Kalf macht bereinigte Inzidenzen, das ist nicht das Thema. Die Frage ist, wie ist die Belastung in unserem Gesundheitssystem und das war das, was ich Ende Dezember sagte, erkennbar Teststrategie und Impfstrategie aufbauend. Und ich habe auch nicht von allen Schulen gesprochen, sondern von Kitas und Grundschulen. Und wer sieht, wie belastend es für Kinder ist, wer sieht, welche psychischen und sozialen Schäden Kinder durch diese monatelang
lange Schließungen haben, Kinder, die auch nicht alle in soliden, stabilen Verhältnissen leben, mag mir bitte abnehmen als zuständige Ministerin, dass mir das zutiefst am Herzen liegt. Und deshalb in der Kombination zu sagen, wir müssen uns weiterentwickeln, nicht mehr die reine Inzidenz, sondern das Testen, Impfen, man muss eine Strategie aufbauen. Ich habe dann wenige Wochen danach gemeinsam mit Lisa Federle ein Konzept zum Testen vorgelegt, habe darum gebeten, dass man Lehrerinnen, Lehrer, Erzieher frühzeitig impft, ist zunächst abgelehnt worden, kam dann doch. Das ist das, was ich meine. Da geht es nicht um Rechthaberei, aber deshalb meine Aussage von Ende Dezember ist exakt die Forderung dessen, was heute im Standard, in einer Gesamtschau, in einer Gesamtstrategie angegangen wird. Und genau das ist das, was ich damals sagte. Und ich halte es nach wie vor für richtig, sehe mich auch bestätigt, übrigens auch im Öffnen von Schulen immer der Ansatz, altersdifferenziert vorzugehen, zunächst die Kleinen, die Kitas und die Grundschulen und dann langsam aufwachsend. Und deshalb bleibe ich dabei, ja, das war die Aussage Ende Dezember und ich fühle mich vollumfänglich bestätigt durch das, was man jetzt seit Ende Februar und März macht. Herr Kretschmann, in dem Zusammenhang, stimmt es denn, dass Sie bei den Schulöffnungen lieber langsamer vorgegangen wären als Ihre Kultusministerin und vielleicht auch langsamer vorgehen würden bei dem, was Ihnen am Montag folgt und in den nächsten Wochen möglicherweise? Also wo es das erste Mal darum ging, Kindertagesstätten und Schulen zu öffnen, waren wir meiner Ansicht nicht weit auseinander. Das waren mal eine Woche oder 14 Tage, ja. Das hatte objektive Gründe, dass die Wissenschaft uns das gesagt hat, dass man das in dem Alter machen kann, weil da die Infektiosität nicht so groß ist. Jetzt mit dem Mutanten wissen wir das einfach zu wenig. Also da waren wir gar nicht weit auseinander, aber in der Tat war ich vorsichtiger und langsamer bei den Öffnungen. Jetzt haben wir nochmal einen Konflikt, ja, nicht jetzt, wenn die fünfte und sechste jetzt geöffnet werden, dann sollte man da Abstände einhalten. Das finde ich schon wichtig. Ich meine, wir müssen ja beide daran interessiert sein, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Also wenn man dann öffnet, müssen auch die Randbedingungen stimmen, nicht? Sei es die AHA-Regeln, Teststrategie, dann kann man das machen, sonst ist es zu schwierig. Und zu riskant. Scheinwerfer Defizite zutage treten lassen. Und ein Defizit, das ist von allen Eltern, wir hören das ständig in Leserbriefen, ein Defizit ist halt die Digitalisierung, die digitale Ausstattung der Schulen. Deshalb hat es beim Homeschooling am Anfang geknirscht. Wir haben die baden-württembergischen Tageszeitungen haben eine Umfrage gemacht und 69% der Bürger sehen Probleme beim Digitalunterricht. Und wieso ist das so und wieso hat die Politik, die es ja seit vielen Jahren weiß, dass da was getan werden müsste, zum Teil laufen lassen und wieso läuft das so schief im Moment? Was ist da falsch gelaufen? Also ich glaube, dass man zunächst mal das System Schule nicht losgelöst sehen kann von anderen Themen. Digitale Verwaltung, Glasfaserausbau, schnelles Netz, 5G, das ganz Deutschland, international nicht Standard, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich anschaut, jetzt auch Gesundheitsämter, wie man sie nachrüsten muss, also digitales Arbeiten ist überfällig, aber ganz Deutschland ist da zu langsam, völlig richtig, braucht zu lange und es hat uns natürlich in dieser Krise deutliche Schwierigkeiten gemacht. Auch im Bereich digitale Schule, das ist völlig richtig, weil wir natürlich uns nie darauf eingestellt hatten, dass wir mal Schulen komplett schließen, komplett auf Fernunterricht umstellen. Und wenn man sich anschaut, wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode etwa 1,1 Milliarden in den Ausbau Glasfaser investiert. Ich gehe mal davon aus, dass man eine ähnliche Summe in den nächsten 5 Jahren nochmal investieren muss, weil das natürlich zunächst mal die Grundvoraussetzung ist. Erreichbarkeit ist der eine Punkt. Übrigens auch zu Hause. Das ist ja das Thema. Ich brauche nicht nur die Schulen, die Gewerbegebiete, die Rathäuser, die Firmen. Ich brauche da auch zu Hause Homeschooling und Homeoffice. Das Thema dann... Das Thema Serverkapazitäten, das kann man noch vergleichsweise gut lösen, aber natürlich ist es dann auch eine Frage der Ausstattung. Auch da ist, wir unterstützen die Kommunen. Die Kommunen haben auch viel gemacht, aber auch da waren wir sicher in ganz Deutschland in den letzten Jahren deutlich zu langsam.
um hier auch zügiger voranzukommen. Und vor dem Hintergrund geht es um die Frage Anbindung, um die Frage Ausstattung, auch das Thema Laptops. Da haben wir jetzt in den letzten Monaten natürlich auch deutlich nachgearbeitet. Ich möchte mal die These in den Raum stellen, in keinem Bereich, was Verwaltung angeht, was Ämter angeht, was Ausstattung insgesamt angeht, ist in den letzten 12 Monaten so viel passiert wie im Bildungsbereich. In allen Bundesländern. 300.000 Laptops in Baden-Württemberg. Wir haben jetzt etwa 130.000 Laptops zur Anschaffung für Lehrkräfte. Wir haben die Serverkapazitäten hochgefahren. Wir haben verschiedene Dinge ausgerollt, wie ein Messenger-Dienst, Threema, Big Blue Button, andere Themen. War auch notwendig und reicht noch nicht. Also ich will das hier nicht beschönigen. Aber klar ist, es ist viel passiert. In anderen Bereichen der Verwaltung arbeiten sie nach wie vor in Teilen noch mit Fax und Bleistift. Kein Vorwurf an die Verwaltung, um Gottes Willen. Es ist eine Frage der Ausstattung. Und deshalb, ja, da muss sich noch vieles bewegen. Und ich bin froh, dass wir zumindest jetzt seit den Weihnachtsferien einen Fernunterricht haben, der einigermaßen stabil läuft, der Regeln hat, der Grundlagen hat. Aber es ist ganz wichtig, auch nach Corona, wenn wir es irgendwann hinter uns haben, und der Tag wird auch kommen, nicht nachzulassen. Da muss man mehr investieren, klarer vorangehen. Das ist überhaupt keine Frage im Schulbereich, aber glaube ich in allen anderen Bereichen auch, und das in ganz Deutschland. Das ist eine sicher erkennbare Lehre aus der Pandemie. Da muss ich Ihnen absolut recht geben. Herr Kretschmann, auch Sie kennen die Klagen über die Mängel beim Digitalunterricht. Jetzt sind Sie nicht Kultusminister, aber seit 10 Jahren Ministerpräsident, also insofern auch mit in der Verantwortung. Haben Sie das Thema möglicherweise zu lange nicht auf dem Bildschirm gehabt? Einmal muss erst mal sehen, die Bildungsplattform Ella hat nicht funktioniert. Ich will jetzt da nicht streiten, warum und wer daran schuld ist, aber sie hat jedenfalls nicht funktioniert. Nicht. Und da muss man wieder von vorne anfangen, das ist ein mühsames Unterfangen, nicht? Und hat uns viele Millionen gekostet. Also ist nicht so, dass jetzt da nicht angefangen worden wäre, aber ich sage es jetzt mal ganz neutral, manche Dinge klappen halt nicht, ja? Aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann haben wir sehr, sehr lange rumgestritten mit dem Bund über diesen Digitalisierungspakt, weil der Bund ständig solche Programme macht, auch für Bereiche, für die er gar nicht zuständig ist. Das sind dann zeitlich begrenzte Programme. Da werden die Standards hochgefahren und wir müssen es hinterher bezahlen. Das sind also keine Peanuts, da geht es ja um sehr, sehr viel Geld. Da haben wir sehr, sehr lange gebraucht. Und ich denke, da sind wir uns aber in der Koalition vollkommen einig, weil jetzt steigt der Ruf, noch mehr soll der Bund in der Bildung machen. Nein, er soll uns die Deckungsmittel geben, die wir brauchen. Dann gehen solche Prozesse schnell und dann können wir uns den Aufgaben widmen, für die wir zuständig sind, nämlich was geschieht eigentlich mit der Digitalisierung? Was soll eigentlich pädagogisch damit rauskommen? Ja, die pädagogischen Ziele, wie jetzt so weit wie Urteilskraft, die Welt verstehen, sich in ihr bewegen zu können, bewähren zu können, die ändern sich ja nicht dadurch, dass ich die Tafel durch ein Tablet austausche. Wie erreiche ich das besser mit der neuen Technologie? Wie sieht die Didaktik des Biologieunterrichts aus, wenn ich jetzt solche Geräte habe und nicht mehr eine Tafel da vorne mit dem Blutkreislauf hängt? Die Sachen, die müssen zügig gemacht werden. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Was soll da wie gemacht werden? Und die anderen, das sind in der Tat Dinge, die nicht gut geklappt haben. Der Streit hat, glaube ich, an die 3 Jahre gedauert. Ja, das versteht niemand. Das ist den Leuten an für sich auch wurscht. Ja, aber und dann sagen sie, es soll alles einheitlich sein. Jetzt sieht man mal in der Pandemie, wie schnell dieser Ruf zu Ende ist und jeder sagt, ja, bei mir sind die Inzidenzen unten, warum darf ich nicht raus? Nicht? Also, das sind schwierige Fragen, föderale Fragen, die müssen wir klären in der nächsten Legislaturperiode des Bundestages. Das haben wichtige Bundespolitiker wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Brinkhaus auch angekündigt, damit in Zukunft wieder klar ist, wer ist was
für was zuständig. Er braucht dafür Mittel. Die müssen ausgehandelt werden. Das steht in Artikel 106 unseres Grundgesetzes. Und dann können wir auch schneller vorangehen. Ich erinnere mich, wie Sie beim Digitalpakt oder Digitalisierungspakt für den Föderalismus gekämpft haben. Dann ist es ja auch gut, die Mittel fließen ja, aber man hat das Gefühl und nicht nur das Gefühl, die Chefredaktion der Südwestpresse ist mit Lehrerinnen verheiratet, die berichten alle das Gleiche, es ist Geld da, es kommt zum Teil auch Hardware, aber es ist niemand da, der den Lehrerinnen und Lehrern hilft, es anzuwenden. Also es gibt sozusagen in dem Moment ein Zufallsprinzip. Es wird da gut digital unterrichtet, wo es Lehrer gibt oder Lehrerinnen, die sich damit auskennen, darum kümmern. Also wann entsteht mal eine Infrastruktur, die wirklich diesem Problem Rechnung trägt? Also zunächst mal ist es, glaube ich, in der Pauschalität nicht richtig. Wir haben viele Lehrerinnen und Lehrer, die guten digitalen Unterricht machen. Wir haben Fortbildungsmittel, wir haben allein für den Bereich Fortbildung nur digital zusätzlich für 2,5 Jahre 9 Millionen Euro, die auch abgerufen werden. Aber natürlich bei 130.000 Lehrerinnen und Lehrern ist es auch ein Prozess, den jedes, ich vergleiche es mal mit einem Unternehmen hat, in der Fortbildung. Das ist ein Thema, aber es gibt sehr viele Lehrkräfte, die auch einen sehr, sehr guten Unterricht machen. Tatsächlich könnte ich es mir jetzt leicht machen, Stichwort Digitalpakt. Ich teile die Einschätzung, da waren wir uns auch einmütig. Mit einmaligen Zahlungen, die der Bund macht, ist kein dauerhaftes Finanzieren. Deshalb natürlich brauchen wir auch, das sind wir aber mit den kommunalen Landesverbänden auch im Verhandeln durch, natürlich Systemadministratoren, die auch schauen, dass Technik funktioniert. Das war das, was ich vorher sagte, das muss aufbauend aufeinander sein. Aber es ist natürlich auch eine Frage von Geschwindigkeit. Ich habe schon vorher auch gesagt, 1,1 Milliarden haben wir jetzt in diesen 5 Jahren investiert in Glasfaser nur in Baden-Württemberg. In den Jahren 2010 bis 2016, in 6 Jahren, 73 Millionen. Also auch da stellt sich natürlich die Frage, das ist ein Beispiel, das man generell findet. Die Frage ist, wie lange dauert etwas, wie lange dauert es bei uns generell, muss man auch mal sagen, ja, und wie kommt man voran. Aber das Thema Ausstattung der Schulen, das Thema Pädagogik, ein ganz zentrales Thema, wo wir ja auch schon länger dran arbeiten, das Thema Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, auch übrigens im Bereich der Ausbildung, wo die Kollegin Bauer zuständig ist, ist es wichtig, dass wir da natürlich zukunftsfähig ausbilden, ja. Aber ich möchte schon sagen, dass ich auch die Rückmeldung habe von vielen Schülerinnen und Schülern, die sagen, ja, wir haben Lehrerinnen und Lehrer, die tun sich ein bisschen schwer noch, aber wir haben auch viele, die sind da klasse unterwegs, klasse Konzepte, aber in dem Punkt stimme ich Ihnen zu, es muss bei 4.500 öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg gleichförmig sein, es darf sich nicht so sehr unterscheiden und das ist das, wo ich ja eingangs auch vorher schon sagte, da müssen wir noch nacharbeiten in ganz Deutschland, aber auch in Baden-Württemberg, das ist unbestritten. Stimmen Sie da ein, Herr Kretschmann? Sag mal, wenn es jetzt Schulen gibt, die das gut gemacht haben, dann gibt es ein bewährtes Prinzip, das heißt Best Practice. Es muss dann in die Breite kommen, das müssen die anderen machen. Also darüber muss man jetzt auch nicht so erschrecken. Es gibt viele Schulen, die haben das bravourös gemeistert. Die sind das Beispiel, wie man das in die Fläche trägt. Und ich meine, das verwundert mich jetzt auch nicht. Es ist doch klar, dass Praktiker, die jetzt dazu einen Zugang haben, dass die das eigentlich gut und schnell machen können, schneller wie die Institute. Nicht? Die Kultusministerin hat ja 2 da eingerichtet in ihrem Haus. Ja, kann das jetzt nicht so überblicken, was die jetzt da denen wirklich geboten haben, müssen Sie Kollegin Eisenmann fragen. Aber das wichtige Innovationen in der Bildung kommen immer auch von Schulen. Die machen das und darüber sollte man jetzt nicht traurig sein. Und die, die das gut machen sollten, ich freue mich, sagen zu den anderen, die es noch nicht gemacht haben, macht es auch. Es klappt, man kann es tun. Beim Thema Schulen wollen wir die Unterrichtsversorgung nicht vergessen. Es erreichen uns immer wieder Klagen von Leserinnen, Lesern, dass Unterricht ausfällt, dass er fachfremd nur gegeben wird. Was läuft da schief bei der Lehrerversorgung und wie sollen die Probleme behoben werden, Frau Kretschmann? Naja, was läuft schief? Wir haben offene Stellen, das heißt, wir haben zu wenig Fachkräfte. Ein Thema, das man dadurch löst, dass man Ausbildungskapazitäten erhöht. Das haben wir gemacht seit 2016, seit 2017. Im Übrigen, sie werden auch nachgefragt. Also man kann es zum Beispiel sehen bei den pädagogischen Hochschulen,
die die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer ausbilden, da ist die Bewerberlage immer über dem, was man tatsächlich ausbilden kann. Man hat die Ausbildungskapazitäten erhöht, weil wir natürlich ein ganz zentrales Problem haben, dass in den Jahren 2017 bis 2021 die Anfang 50er Geburtsjahrgänge in den Ruhestand gehen. Übrigens nicht vom Himmel gefallen, sondern in der Zeit erwachsen. Und das Problem ist halt, dass du dann deine Ausbildungskapazitäten so ausfahren musst, damit die Luft, die es dann gibt, dass man die auch auffüllt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wir haben in der Regel um die 20%, die in normalen Jahren in Pension gehen und ersetzt werden. In diesen Jahren waren es zum Teil bis zu 45%, die man ersetzen musste aufgrund dieser Pensionswelle. Sowas muss ich planen. Und deshalb wäre es natürlich nicht unklug gewesen, schon 2014, 2015 im Hinblick auf diese erkennbare Pensionswelle Ausbildungskapazitäten zu erhöhen. Einen ähnlichen Fehler hat man auch oder einen ähnlich mangelnden Weitblick hatte man auch bei der Polizeiausbildung. Das war ähnlich, aber diese Pensionierungswelle muss zunächst mal abfangen. Wir haben sie jetzt erhöht, die Ausbildungskapazitäten. Die Kolleginnen und Kollegen werden auch natürlich kommen, aber das dauert eben und wird sich in nächstem und übernächstem Jahr sich auch widerspiegeln. Aber klar ist, der Bedarf an Lehrkräften steigt weiter. Übrigens ein Stück weit unabhängig von Schülerinnen und Schülerzahlen, weil sich Strukturen verändern, weil sich Bedarfe verändern, weil die Heterogenität auch einen anderen Lehrerbedarf notwendig macht. Das sind alles Themen, das nennt man Weitblick und Weitblickplanung. Und deshalb ja, wir haben immer noch zu wenig Lehrer. Ich habe offene Stellen, aber das behebt sich jetzt in den nächsten Jahren und die Ausbildungskapazitäten müssen mit Sicherheit weiter nach oben gefahren werden und nicht reduziert werden. Das ist ein Planungsfehler, klassischerweise. Also die grün-rote Koalition war schuld, weil die nicht in die Zukunft geschaut haben. Oder ja. Wie darf ich das verstehen? Schlicht und einfach. Naja, so einfach ist es jetzt nicht ganz. Ich meine, wir hatten die Ansage vom Statistischen Landesamt, dass wir einen enormen Rückgang der Schülerzahlen haben werden. Und ich meine, wir machen darauf immer Politik. Und in der Regel gibt uns das Statistische Landesamt sehr, sehr gute Zahlen. Die haben halt die Wanderungen, die Einwanderung vor allem eben aus anderen europäischen Ländern zu gering eingeschätzt. Und dadurch ist es tatsächlich zu Fehlplanungen gekommen. Ich muss dazugeben, ich war da der Bösewicht. Ja? Und alle haben geschrien, ja, aber wir waren man muss ja auch alles bezahlen, was man macht, ja. Das muss man auch bezahlen können, den Steuereinnahmen. Ich habe mich auf die Zahlen verlassen und mit einer gewissen Härte dann auch einen Abbaupfad eingeleitet. Aber wir haben ihn auch sofort korrigiert, als deutlich wurde, dass die Ansagen des Statistischen Landesamtes nicht zutreffen. Bei der Polizei war es umgekehrt nicht. Da hat die Vorgängerregierung von der CDU schon angefangen mit dem Streichen von 500 Stellen. Das haben wir dann gestoppt und jetzt einen riesigen Aufbau gemacht. Also das muss man sehen. Wir sind in der Planung auf gute Zahlen angewiesen und die müssen wir daher nehmen. Ich will aber auch mal die Bemerkung machen. Seit 1980 haben wir 12% weniger Schüler und 27% mehr Lehrerinnen und Lehrer. Das zeigt, da hat sich was verändert. Es sind nicht nur die nackten Zahlen. Wir haben heute aufgrund ganz unterschiedlicher Bedarfe einfach andere Ansprüche. Und vor allem, wir müssen auch Nichtlehrer in die Schule stärker mit reinnehmen. Ja, Logopäden zum Beispiel. Und viele andere auch nicht, dann haben wir größere Reserven, um auch Defizite zu beheben. Sozialarbeiter haben wir schon unter Grün-Rot erheblich aufgestockt, dann noch weiter. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass wir nicht nur Lehrerinnen und Lehrer in der Schule brauchen, sondern auch andere Unterstützungskräfte. Und den Weg gibt es einen schönen Fachbegriff, multiprofessionelle Teams, den Weg muss man stärker in Zukunft gehen. Aber trotzdem brauche ich vollbesetzte Lehrerstellen und ich brauche mehr Lehrerinnen und Lehrer. Und Schülerzahlen hin oder her, das Thema wird weniger durch die Schülerzahlen ausgelöst, sondern durch die Pensionierungswelle.
Und man hat natürlich in der letzten Legislaturperiode auch bei der Polizei Ausbildungskapazitäten reduziert. Das heißt, der Personalkörper wurde nicht richtig beachtet. Und deshalb, Schülerzahlen sind das eine. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie ist Personalentwicklung? Und das war das Problem. Und natürlich, je früher ich anfange, auszubilden auf den Bedarf hin, umso früher habe ich ihn. Und deshalb, ja, das Thema Lehrerinnen und Lehrer ist nach wie vor ein Thema, wo wir offene Stellen haben, und das Thema multiprofessionelle Teams, wo es um die Frage geht, auch Erzieherinnen, Erzieher, viele Partner an der Schule ist international Standard, und das wird auch bei uns irgendwann natürlich die absolute Zielsetzung sein müssen. Viele Bürger sorgen sich auch um die Zukunft des Standorts, um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze. Frau Eisenmann, eine Schlüsselindustrie in Baden-Württemberg ist natürlich die Autoindustrie. Sie haben neulich gesagt, am Beispiel Nordrhein-Westfalen sehe man, was passiere, wenn man den Strukturwandel nicht hinbekomme. Ich übersetze mal, Stuttgart droht zum neuen Duisburg zu werden. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, und wieso heißt das Pferd, auf das Sie setzen, weiterhin Verbrennungsmotor? Naja, zunächst mal das Thema Strukturwandel darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Dass wir schon vor der Corona-Krise mit unserer Schlüsselindustrie, Automobilzulieferung, mit gut 500.000 Arbeitsplätzen vor einem technologischen, digitalen, ökologischen Strukturwandel standen, ist, glaube ich, unbestritten. Dass das vielleicht auch nicht mit der nötigen Wucht kam und da auch sicher, das ist ja unbestritten, Automobilhersteller nicht immer glücklich agiert haben, um es mal elegant auszudrücken, ist ja auch ein berechtigtes Eigengeständnis. Nur das ist eine Basis, wo wir Automobilhersteller haben, viele Zulieferer, kleinere, mittlere Unternehmen, das sind Arbeitsplätze, das sind Familien, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und zunächst mal ist es schwierig, dieses dann zu ersetzen und zu sagen, naja, was wir da abbauen, bauen wir woanders auf. Das ist ein Strukturwandel, wo man sich anschauen kann, und das Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, natürlich mit der Schließung der Zechen, Kohle-Stichwort, war natürlich ein ähnlicher Strukturwandel. Und deshalb ist es eine große Aufgabenstellung, den kann man gut machen, mäßig machen oder gar nicht machen. Aber man muss was machen, das ist, glaube ich, außer Frage. Und das Thema Verbrennungsmotor, weil Sie das angesprochen haben, ich glaube, dass Strukturwandel dann durch Politik begleitet werden kann, klug begleitet werden kann, wenn man Ziele definiert. Dass die besten Autos auch künftig aus Baden-Württemberg kommen sollen, hier entwickelt, produziert, da sind wir uns sicher einig. Dass beste Autos in Jahren heißt, umwelt- und klimafreundlich, sind wir uns sicher auch einig. Aber die Frage ist der Weg dorthin. E-Mobilität, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe mit Sicherheit ein großes Thema, Batterie, Biogas, vielleicht im landwirtschaftlichen Bereich, um nur die Themen zu benennen. Und die Frage ist, mit welcher Offenheit gehe ich an diese Technologien ran, wie viel Innovation lasse ich zu und wie viel Fixierung und Ideologie gebe ich vor. Und was das Thema Verbrennungsmotor angeht, ja, ich glaube, dass der uns noch viele Jahre begleiten wird und auch begleiten soll. Wir haben auch übrigens eine hohe Marktdurchdringung. Man kann den Leuten nicht sagen, in 5 Jahren, kauft euch halt ein neues Auto. Das ist auch ein soziales Thema. Und deshalb die Frage des Verbrennungsmotors ist doch auch gekoppelt an die Frage, wie gelingt es uns, synthetische Kraftstoffe zu entwickeln? Wie gelingt es uns, den Tank anders zu befüllen? Weil das natürlich ein Thema ist, wo ich auch Bestand anders umgehen kann. Und ich bekenne mich dazu, ja. Ich glaube, dass Euro 7 Vorgabe der EU als Ziel insgesamt richtig ist, zu sagen, klimafreundlich. Neutralität, das ist nicht das Thema. Das aber zu sagen, das in wenigen Jahren zu schaffen, das Problem aufwirft, dass es dann zur sozialen Frage wird. Und wenn Klimaschutz und Umweltschutz, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze zur Existenzbedrohung wird, dann haben wir ein Thema, was im Ruhrgebiet durchaus immer wieder Schwierigkeiten gemacht hat und Probleme aufgeworfen hat. Und deshalb ja, ich glaube, dass man den Automobilstandort begleiten muss mit einer Offenheit, mit einer Technologieoffenheit. Wenn man damit jetzt beginnt, ist es gut. Der Ministerpräsident wird gleich von der Wasserstoffstrategie sprechen, das ist auch erfreulich. Aber klar ist, ist man da schnell genug, ist man da offen genug oder kommt halt alles nur schrittweise? Und deshalb mein Bekenntnis ja zu den Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen in der Automobilindustrie. Die müssen wir zukunftsfähig machen. Das wird eine große Herausforderung und da muss Politik begleiten, aber nicht jede Vorgabe machen. Jetzt habe ich rausgehört, die Grünen sind nicht technologieoffen. Ja, selbstverständlich sind wir technologieoffen, und das gehört zum Grundprinzip dieser Landesregierung im Transformationsprozess der Automobilindustrie. Aber was heißt technologieoffen? Ich meine, wir leben in einer Marktwirtschaft. Wir bauen keine Autos.
die bauen die Automobilunternehmen. So, und ich war im Silicon Valley, ich war in der Fabrik von Elon Musk und habe mir das angeguckt. Das hat mich erstmal nicht besonders, wie soll ich sagen, beeindruckt, außer eins. Die hocken alle an den PCs. Wenn du bei uns in eine Fabrikbesichtigung gehst, die ist ganz anders. Da siehst du eben Fließbänder und Hardware. So, und schauen Sie, das ist der Kern der Herausforderung. Warum wird er so hoch bewertet an der Börse? Viel höher als unsere Unternehmen, weil die Anleger ein Vertrauen darin haben, dass das der richtige Weg ist, den der begeht. Erst hat er den verlacht, der hat ja auch gar kein Geld verdient mit seinen Autos, sondern mit der Börse. Aber es war ein wichtiges Signal. So, das ist es. Was heißt Technologieoffenheit? Doch nicht am Markt vorbei, sondern parallel zu den Marktentwicklungen. Das ist das Entscheidende. Und wenn man sich heute mal anschaut, das Portfolio unserer Automobilfirmen in Deutschland, die setzen auf Batterieelektrik bei den PKWs. Die sind in deren Portfolio und Angebot. Und sozusagen parallel machen sie auch Prototypen jetzt für Brennstoffzellenautos. Das ist ja gar keine Frage. Das heißt Technologieoffenheit, aber nicht am Markt vorbei. Sonst kommt man sofort ins Hintertreffen. Und der Markthochlauf erfolgt batterieelektrisch bei PKWs. Da kann es mal gar keinen Zweifel geben. Und deswegen habe ich sehr früh aufgrund der Eindrücke zweierlei Dinge, des Besuchs im Silicon Valley, das kann man alles nicht imitieren, völlig andere Verhältnisse, und die Dieselgipfel der Bundesregierung, wo man immer Problem hinterher rennt, dadurch habe ich gesagt, es geht so nicht weiter, brauchst ein neues Format, alle Akteure an einem Tisch, in einem strukturierten Diskussions- und Arbeitszusammenhang, ein völlig neues Format haben wir im Kabinett beschlossen, für 7 Jahre, also nicht irgendwie ein runder Tisch, sondern was Strukturiertes. Und der soll immer Zwischenergebnisse rausfiltern aus dem Diskussionsprozess. Ein Ergebnis war, wir brauchen ein flächendeckendes Ladeinfrastruktur, damit die Reichweitenangst gemindert wird. Haben wir im September 2019 fertig gehabt. Keine Ladesäule weiter wie 10 Kilometer entfernt. So muss man das machen. Gleichzeitig, Wasserstofftechnologie wird eine enorme Bedeutung haben, aber wahrscheinlich in 10 Jahren. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, sind wir in 10 Jahren wieder im Hintertreffen. Deswegen auch Projekte aus diesen ganzen Diskussionen zusammenhängen. Wir sind in Ulm, die HiFab, eine Brennstoffzellenfabrik, die die Aufgabe hat, Brennstoffzellenproduktion nicht mehr zu machen wie eine Kuckucksuhr handwerklich, sondern das in industrielle Prozesse zu bringen. Das genau entsteht hier in Ulm, um das zu machen. Also das heißt, es ist ja schon der übernächste Schritt, der wird, sagen wir, vielleicht schon bei leichteren LKWs, sicher bei schweren, eine große Rolle spielen. Also das machen wir. Am Markt entlang, Technologieoffenheit heißt, zu schauen, was muss man jetzt machen, was ist der nächste Schritt, den man vorbereiten muss und da investieren muss. Und das macht diese Landesregierung, 1,2 Milliarden für, mit dem Überschrift BW stärker aus der Krise, um unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen, eben für die Zeit nach der Krise. Aber da passt es natürlich nicht so ganz, wenn im Wahlprogramm der Grünen in Baden-Württemberg steht, dass baldmöglichst die Zielsetzung ist, und das soll in den nächsten 5 Jahren vorangetrieben werden, dass jeder zweite Weg dann mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden sollte, könnte, müsste. Das mag im städtischen, ja, bitte um Entschuldigung, ich habe das Wahlprogramm der Grünen gelesen,
also Baden-Württemberg, mit Interesse, weil das eine Ansage ist, wo ich sagen muss, das mag ja im städtischen Bereich schon schwierig sein, aber Baden-Württemberg ist ein ländlich strukturiertes Flächenland, da muss ich sagen, da wird es, glaube ich, insgesamt mit der Realität anders. Und deshalb geht es schon um die Frage, mit welchem Anspruch gehe ich rein, mit welchem Mix und mit welchen Vorgaben. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, schon. Das Wahlprogramm ist interessant zum Lesen. Ich meine, das steht unter der Überschrift Innenstädte. Naja, aber die Frage ist, wie komme ich denn beispielsweise in die Innenstadt nach Künzelsau, wenn ich 30, 40 Kilometer weg wohne? Ja, fahren. Ach so, mit dem Fahrrad? Nein, wenn Sie auch mit dem Fahrrad, wenn Sie schnell Fahrrad gehen, können Sie mit dem Auto fahren oder mit der Bahn. Da geht es um Wege. Das ist schon heute sehr hoch, der Anteil geht es ganz banal um die Frage, dass man dort, wo es möglich ist und sinnvoll läuft oder mit dem Fahrrad fährt. Mhm. Wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen, zum Beispiel mit den Niederlanden ist der Anteil 10% höher. Ja, wie soll ich sonst Innenstädte entlasten von Autos? Wie soll das sonst gehen, wenn man nicht andere Verkehrsmittel nimmt oder läuft oder mit dem Fahrrad fährt? Das ist ja genau ein Trend, ja. Nicht Stuttgart ist eine autogerechte Stadt mit den zwei großen Trassen, die da durchgehen. Wird schon seit Jahrzehnten darüber debattiert, wie man davon weggeht. Die Innenstädte wieder Raum gewinnen für die Erlebniswelt der Menschen. Das ist genau die richtige Zukunftsvision. Mehr steht in dem Programm nicht drin, was das jetzt wieder der Zusammenhang mit dem Transformationsprozess der Automobilindustrie ist. Das kann ich nicht so richtig erklären. Doch, das erkennen, kann ich erklären, weil es halt um die Frage geht, welche Stärke hat der Individualverkehr und welche Rolle spielt der Individualverkehr? Und der spielt beim grünen Wahlprogramm definitiv eine andere Rolle. Und genau so setze ich auch an in der Entwicklung des Automobilstandorts. Und zu den Innenstädten kann ich nur sagen, meine größte Sorge ist, dass die Innenstädte nach Corona überhaupt wieder lebendig sind, dass überhaupt noch was in den Innenstädten stattfindet. Ich glaube, unsere Innenstädte, ob groß, ob klein, haben nach der Pandemie weniger das Problem, dass Autos überhaupt in die Innenstadt kommen, sondern dass es noch was gibt, wo man hinfahren kann. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion, die Pandemie jetzt ausgelöst hat. Ich mache mir tatsächlich Sorgen um die Entwicklung unserer Innenstädte. Und da ist, glaube ich, autofrei das kleinste Problem, das die momentan haben, unsere Händlerinnen und Händler. Darf ich mich noch etwas streiten? Mit der ja, aber selbstverständlich, wir hören staunend zu, deshalb wir genießen das. Also, es gibt eine Innovation, die heißt Radschnellwege. So, der erste ist eingeweiht von Böblingen nach Stuttgart. Das heißt, da fahren jetzt die Leute mit hohem Tempo, nämlich schneller wie in der Stauregion Stuttgart mit dem Auto, in die Innenstadt. Eine geniale, innovative Idee. Und die hat doch den Sinn, dass wir endlich von dieser Stauregion runterkommen ein Stück. Wie um Gottes Willen soll man das erreichen, wenn man weiter mit dem Auto in die Stadt reinfährt? Es ist doch ein Ding der Unmöglichkeit, Frau Kollegin. Deswegen ist das ein höchst sinnvoller Satz, der da drin steht. Und ich glaube, die Zukunftsvision liegt gerade darin, dass jeder adäquat die Möglichkeiten hat, das Verkehrsmittel zu nutzen, das ihm passt, das sozialverträglich ist und das keine Emissionen erzeugt. Das sind die großen Ziele. Und deshalb muss man in alles gleichermaßen investieren und eben nicht nur von Fahrradschnellwegen, die ich von Herzen gönne, auch Gehwege reden, sondern eben auch davor, wie Infrastruktur aussieht. Oder wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in der Region, wie viel Kritik kommt, wenn ich von der Region Stuttgart spreche, was ja gerade das Thema war in der Frage, wie die Taktungen sind bei den Bahnen, wie pünktlich das ist, wie viel Ärger es da gibt. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo wir dann diskutieren, mit wie viel Aufmerksamkeit befasse ich mich mit Gehweg, mit Fahrradweg, mit der Infrastruktur, Straße, mit der Schiene, mit der Bahn. Und diese Frage der Offenheit, die ist, glaube ich, schon durch Lesen von Wahlprogrammen unterschiedlich bewertet. So viel Landesstraßen wie unter Minister Herrmann sind in diesem Land noch nie saniert worden. Ja, in den letzten 5 Jahren. Also auch schon vorher. Nein. Ja. Aber Sie sehen die Autofahrer in der Defensive. Ich muss da eine Umfrage noch zitieren, auch wieder von den baden-württembergischen Tageszeitungen. Das geht nochmal ganz kurz an Herrn Kretschmann, weil tatsächlich 2/3 der Baden-Württemberger nicht auf ihr Auto verzichten wollen. Weil sie es vielleicht auch nicht können. Ich
bin auch selber Radfahrer, aber ich stelle es mir natürlich schwierig vor, wenn ich 40 Kilometer morgens Rad fahren müsste, dann einigermaßen entspannt am Arbeitsplatz anzukommen. Vielleicht liegt das an meiner mangelnden Fitness, aber wie wollen Sie die Menschen tatsächlich da überzeugen? Das ist ja Überzeugungsarbeit. Sie tun es immer mehr ganz von alleine. Ja, selbst der Chef eines großen, berühmten Konzerns von Baden-Württemberg fährt heute mit dem Fahrrad zur Arbeit und macht Ansagen an mich, wann gibt es jetzt endlich mehr Radschnellwege. Also es wird schon von ganz alleine gemacht. Ich meine, jeder kann sich doch ein Auto kaufen. Ich habe auch eins. Ja, und jetzt will ich mir ein Elektroauto kaufen. Seit Februar letzten Jahres warte ich da drauf. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, was die Debatte soll. Jeder kann sich Auto kaufen, allerdings sollte er das Richtige kaufen, das heißt ein möglichst emissionsarmes und in Zukunft auch emissionsneutrales Auto. Ich weiß nicht, ob sich jeder ein Auto kaufen kann in Baden-Württemberg. Und ich weiß auch nicht, ob sich jeder ein E-Auto kaufen kann. Es ist erlaubt, nicht jeder hat das Geld, aber es ist jedem erlaubt, ein Auto zu kaufen. Wir schreiben niemand vor, dass er kein Auto kaufen darf. Das stimmt. Jetzt so war es gemeint. Schon mittendrin in einer munteren Debatte auch über die Klimapolitik, die ja wahrscheinlich diesen Wahlkampf beherrscht hätte, wenn es Corona nicht gegeben hätte oder gäbe. Herr Kretschmann, 2011, als Sie das erste Mal Ministerpräsident geworden sind, haben Sie in der Regierungserklärung gesagt, Sie wollten das Land zum Modell ökologischer Wirtschaft machen. Jetzt gibt es in der Zwischenzeit eine Fridays for Future-Bewegung, die Ihnen vorwirft, da vielleicht zu langsam zu agieren. Es gibt eine Klimaliste, die sogar zur Landtagswahl antritt, Ihnen da Konkurrenz macht. Wie ökologisch ist Baden-Württemberg? Wie sehr ist Ihnen dieses Vorhaben gelungen? Ja, wir sind sehr, sehr weit da vorangekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel die selbstgesteckten Klimaschutzziele eingehalten, obwohl das bei uns besonders ambitioniert war. Wir waren ja das Land mit dem meisten Atomstrom. Jetzt muss man sehen, die sind weggefallen, das müssen sie ja kompensieren. Also wir sind da auf allen Gebieten gut vorangekommen, aber es geht nicht schnell genug. Nicht? Das sagt uns die Wissenschaft seit einigen Jahren. Wir haben noch ein Zeitfenster von 10 Jahren. Wir müssen schneller werden, das ist das Entscheidende, und ambitionierter. Da haben die jungen Leute durchaus recht. Und jeder kann auch eine eigene Partei gründen. Das ist jedem Bürgerin, jeder Bürger unbenommen. Das habe ich ja nicht zu beurteilen. Ich glaube nur, die Klimaschutzpartei sind schon wir. Und es nützt nichts, sich nur über die ambitioniertesten Ziele zu streiten. Meine politische Erfahrung sagt mir, und die ist sehr, sehr groß, es kommt auf die Instrumente an, auf Bündnispartner und auf Mehrheiten, die du für deine Entscheidung brauchst. Nicht? Ich sage mal ein Beispiel. Wir hatten in der Koalition eine Auseinandersetzung über Photovoltaik auf Dächern. Wir wollten auf alle Neubauten Photovoltaik verpflichtend machen, die Union nicht. Dann haben wir uns im Kompromiss, das ist ein guter Kompromiss, ich will nicht kritisieren, geeinigt, Nichtwohngebäude. Ich glaube jetzt aber, dass das nicht genügt. Ich bin sogar der Meinung, es müssen auf alle Dächer, wo das sinnvoll ist, Photovoltaikanlagen oder thermische Solaranlagen drauf. Jetzt kann man wieder eine Gebots- oder Verbotsdebatte darüber führen. Aber ich finde, dann fädelt man immer die Sachen falsch ein. Wir müssten anders einfädeln, nämlich wir haben offenkundig eine schon existierende Infrastruktur für Photovoltaik und Solarthermie, die müssen wir nützen. Und wie macht man das? Das kann man mit Anreizen machen, mit Förderung. Wenn das nicht reicht, muss man auch schärfere Maßnahmen nehmen wie Gebote. Da muss man gucken, wie man die ausgestaltet. Kann man auch sein Dach vermieten, dann macht es das Kommunale unter Stadtwerke. Darüber muss man sich den Kopf zerbrechen. Also, so müssen wir die Debatten führen. Nicht? Was machen wir mit den Strukturen, die wir haben? Wie werden wir da schneller? Oder Windkraft? Man braucht heute 7 Jahre, wenn man einen Windpark aufstellen muss, von der Idee des Ortes bis zur Planung. Das geht nicht. Das ist zu langsam. Das müssen wir beschleunigen. Nicht? Das sind wichtige Aufgaben, die wir haben.
Und das kann ich jetzt diesen jungen Leuten nicht verübeln, aber mit einer neuen Partei wüsste ich nicht, was man da schneller hinbekommen sollte als wir. Das sagt uns die Partei nicht. Die sagen nur, die sind nicht radikal genug. Naja gut, das kann man so sehen, aber da muss man auch zeigen, wie man, mit welchen Mitteln man diese ambitionierteren Ziele erreicht. Das kann ich nun nicht erkennen bei denen, die mit uns konkurrieren wollen. Frau Eisenmann, Herr Kretschmann hat die Versorgungssicherheit angesprochen, also Windräder, die gebaut werden müssen, die aber zu lange brauchen. Wir sitzen hier in einer Villa, die von einem Kupferfabrikanten gebaut worden sind, dem Unternehmen Wieland, die enorm viel Strom brauchen. Was sagen Sie denen, die diese Befürchtung äußern, dass sie nicht mehr genügend Strom bekommen, in genügendem Ausmaße, wenn jetzt auch in der Nachbarschaft Gundremmingen in Bayern zum Ende des Jahres abgeschaltet wird. Was würden Sie als verantwortliche Ministerpräsidenten sagen, wie wollen Sie diese Versorgungssicherheit gewährleisten im Unterschied zu Ihrem grünen Koalitionspartner? Ja, zunächst mal, dass man sie gewährleisten muss, da gibt es keinen Unterschied. Es ist ja klar, dass ich in dem Moment, wo ich sage, wir steigen aus Atomkraft aus, wir steigen mittelfristig aus Kohle aus, dass es natürlich dann die Themen braucht, wie Windkraft, wie Solar, dass wir Alternativen brauchen, ist klar. Die Frage ist natürlich so ein Thema wie, wenn man sieht, bleiben wir mal bei der Windkraft offshore, da wo es Wind gibt, wie kommt der Wind dann aber tatsächlich von Nord nach Süd? Stichwort Südlink, wie lange dauert es, wie sind die Entwicklungen? Das sind natürlich Themen, wo man tatsächlich, aber da sieht man sich, glaube ich, auch keinen Dissens, dass es da natürlich Handlungsbedarf gibt. Aber das ist keine Frage. Die Bundesumweltministerin hat gesagt, sie müssen mehr tun, sie kann keine Energiezentren, sie kann ihnen den Strom sozusagen nicht zuschicken, jetzt mal ganz flapsig. Wer muss mehr tun? Bayern und Baden-Württemberg müssen mehr tun für ihre Stromversorgung, für Energieversorgung. Gut, aber es ist natürlich, bleiben wir mal beim Thema Windkraft, das ist natürlich, Planung mag das eine sein, aber es ist natürlich auch schon das Thema, der Umweltminister heißt Franz Untersteller, um das mal bildlich zu machen, der Herr Untersteller will ein Windrad aufstellen, hat die rechtlichen Grundlagen dafür, das ist das Thema Energie, dann kommt sozusagen der andere Hut im Haus, der Franz sozusagen, der dann mit Umweltschutz und Naturschutz ein Thema hat. Dann kommt nämlich das Thema Vögel, dann kommt das Thema Rote Milan. Es ist natürlich immer auch ein Spiel in der Frage, wie bekommt man das hin? Dass wir da insgesamt, was Planungen angeht, was Vorangehen angeht, vorankommen müssen, steht außer Frage. Aber vielleicht noch eins zum Thema auch Solarpflicht, ja. Wir haben uns ja auf Solarpflicht verständigt. Der Herr Ministerpräsident hat den Kompromiss angesprochen. Gewerbe. Wieso haben wir als CDU das Thema Mietwohnen oder Wohnbebauung mit Solarpflicht nicht unterstützt? Wohnen ist die soziale Frage dieses Jahrzehnts. Bezahlbarer Wohnraum ist existenziell. Und wenn ein Polizeibeamter oder eine Krankenschwester keinen bezahlbaren Wohnraum mehr findet, läuft was schief. Wenn ich auf einen Neubau, wo Mietwohnungen drin sind, oben Solar drauf mache, was energiewirtschaftlich klug ist, will ich gar nicht bestreiten, wird es natürlich umgelegt auf diejenigen, die nachher die Miete bezahlen. Und deshalb wird es immer teurer. Und deshalb werden wir einen Weg finden müssen, zu sagen, ja, ökologische Herausforderung, Klimaschutz, ja, Energiemix, kein Thema. Wie gelingt es uns? Wie können wir schneller werden? Wie gelingt Planungsprozesse? Auch das Thema übrigens Bürgerbeteiligung. 80% ist für Windkraft, das wissen wir aus Umfragen deutschlandweit, aber bitte nicht bei mir in der Nähe, bitte nicht, wenn ich es sehe, Sie kennen die ganzen Diskussionen, auch das ist eine Frage, wo man sich mal ehrlich machen muss und deshalb muss es aber auch noch bezahlbar sein, dass diejenigen, die dann jetzt schon Schwierigkeiten haben, einen bezahlbaren Wohnraum zu finden, nicht noch weitere Belastungen haben, weil dann haben wir ein großes Problem. Es muss schon ein Miteinander geben von ökologischer Verantwortung, Umstieg, Stichwort Energiewende, Stichwort Ökonomie, Wirtschaftlichkeit und natürlich die Frage, wie gelingt es uns, dass es sich dann auch jeder leisten kann und nicht ganze Bevölkerungsgruppen einfach abgehängt werden. Das ist schon eine Gesamtschau, die man, glaube ich, politisch abwägen muss. Ich meine, die Immobilienpreise in Stuttgart, die sind in 10 Jahren um 100% gestiegen. Es hat nun wirklich nichts mit irgendwelchen ökologischen Auflagen zu tun.
Nein, das war ja nicht das Thema, aber ich sollte verhindern, dass sie weiter steigen, indem wir weiter Auflagen machen. Wir sollten uns eben anschauen, wie wir Auflagen reduzieren können. Die Frage Belastungsmoratorium, mal zu sagen, nur das, was gesetzlich zwingend ist, gerne auch Umweltauflagen, aber mal alles andere weg. Wir brauchen auch mal ein Stück weit Luft in der Frage, was für Vorgaben gibt es, wie sind die Belastungen insgesamt. Und Bauen ist zu teuer, das steht außer Frage. Und die CDU will nicht, dass es noch teurer wird, weil es dann noch mehr gibt, die Schwierigkeiten haben, bezahlbare Mietwohnungen zu finden. Und das ist uns ein Anliegen, das darf nicht zulasten der kleinen Leute gehen. Da muss einem doch nicht ausgerechnet die Solarenergie einfallen, ja, die dazu führt, dass es sich amortisiert. Ich meine, das bringt ja Ertrag, so eine Anlage, die amortisiert sich ja in einer bestimmten Zeit. Aber zunächst mal muss ich sie investieren und das wird halt auf Mieter umgelegt. Ein teures Bad amortisiert sich nie, da fühle ich mich halt nur wohl. Ja, das muss ich ja noch mal sehen. Also das, ich habe ja gesagt, wenn man sowas macht, kann man auch Modelle machen, wo man halt sein Dach vermietet. Ja, das ist natürlich auch ein Eingriff ins Eigentum, aber ist doch erträglich. Wir sind wie bei Wetten, dass früher, wir überziehen. Und deshalb würden wir gerne zu unseren Leserfragen kommen. Wir hatten wirklich eine große Resonanz, wir haben im Vorfeld aufgerufen, ob Leserinnen und Leser Fragen einschicken würden. Das haben sie getan. Und wir würden gerne einfach sie relativ schnell stellen, auch immer dazu sagen, wer angesprochen ist, und haben sie natürlich aus Datenschutzgründen die Fragenden anonymisiert. Die erste Frage geht an Frau Eisenmann. Gisela W. ist 70 Jahre alt, Realschullehrerin aus Ulm und war am Impfzentrum und wollte sich impfen lassen. Und dann hat das Impfzentrum gesagt, Sie sind zu alt für AstraZeneca. Mhm. Die Frau ist sehr unglücklich. Was sagen Sie ihr? Ja, wenn man natürlich sagt, und das beantworte ich sehr gerne, wenn man als Sozialminister sagt, alle Lehrerinnen und Lehrer können sich impfen lassen, dann ist das zunächst mal eine Aussage, die ich begrüße. Mir muss aber natürlich klar sein, dass ich dankenswerterweise Lehrkräfte habe, über 65, die arbeiten und denen hat man dann gesagt, nein, es wird AstraZeneca verimpft, ja, und kein anderer Impfstoff, weil der für andere Gruppen reserviert ist. Kann man so machen, muss man aber dann anders kommunizieren. Deshalb verstehe ich die Verärgerung, ich habe das mehrfach auch gegenüber dem Kollegen Lucha angesprochen. Ich bin jetzt froh, dass es wissenschaftlich so ist, dass AstraZeneca auch für über 65-Jährige medizinisch freigegeben ist, aber eine gut gestellte Frage, die mir häufig gestellt wurde. Ich bin froh, dass es dafür eine Lösung gibt, weil natürlich auch die Dame geimpft werden soll. Ich bin dankbar, dass sie als Lehrerin immer noch freiwillig arbeitet. Herr Kretschmann, mehrere Leser wollen wissen, warum im Wahlprogramm der Grünen bis 2030 1000 Windkraftanlagen geplant seien, obwohl sie riesige Flächen verbrauchen würden und in Baden-Württemberg nicht effizient seien. Das stimmt natürlich nicht. Sie sind auch in Baden-Württemberg effizient. Natürlich nicht so wie an der Nordsee. Aber sonst würde sie auch niemand bauen. Man baut ja keine Windräder, die keinen Ertrag bringen. Ich meine, man muss mal sehen, wie wenig das eigentlich ist, 1000 Windräder. Nicht? Wir haben ja sehr wenige in Baden-Württemberg. Das sind heute sehr große, sehr leistungsfähige Anlagen. Nicht? Darum bringen schon 1000 riesige Erträge. Aber das muss man mindestens machen, wenn man ein klimaneutrales Baden-Württemberg haben will. Sonst geht das nicht. Vielleicht eine Frage an beide. Das waren auch mehrere Leser, die in diese Richtung gingen. Der Landtag hat statt der 120 geplanten Mitglieder 143 wegen Überhang und Ausgleichsmandaten. Wann gibt es eine Reform, damit dieser Landtag nicht weiter aufgebläht wird? Als Beispiel wurde natürlich auch der Bundestag genannt, der noch ein etwas größeres Problem hat in dieser Aufblähung der Mitglieder des Parlaments. Das ist meines Wissens nicht geplant. Ich meine, wir sind jetzt als Regierungsmitglieder dann nicht die erste Adresse, um solche Fragen zu beantworten. Das muss das Parlament selber machen. Da müssen wir als Regierungsmitglieder zurückhaltend sein. Gleiche Antwort? Ja. Dann eine Frage nochmal an Herrn Kretschmann von Gisela S. aus Dettingen. Wie stehen Sie zur Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung? Ich glaube, dass wir das nicht machen werden, die wieder einzuführen. Man muss sehen, warum ist sie eingeführt worden.
weil sie für die Kinder und Eltern dann der Abschlussklassen der Grundschule sehr großen Stress gemacht hat. Allerdings sollte sie auch nicht ganz unverbindlich sein. Nicht? Das war sicher ein Fehler. Ich habe aber schon damals unter Grün-Rot bei jeder Veranstaltung gesagt, bitte haltet euch an die Empfehlung, liebe Eltern. Und nur in sehr besonderen Gründen sollt ihr davon abweichen. Ich habe also immer dafür geworben, dass man sich daran hält, also dass man sie jetzt etwas stringenter fasst. Da habe ich jedenfalls mal nicht dagegen. Aber sie völlig abzuschaffen und wieder in den alten Zustand zurückzukehren, das wird meiner Ansicht nach nicht kommen. Sie wieder einzuführen? Ja, sie wieder einzuführen, sie haben so abgeschafft, wie sie mal gesagt. War. Ja. Friedemann S. würde gerne wissen, angesichts der Corona-Krise, wäre es nicht sinnvoll, ein zusätzliches Lernjahr an den weiterführenden Schulen einzuführen, damit der verpasste Stoff noch gelernt werden kann? Also, dass der verpasste Stoff nachgeholt werden muss und die Schülerinnen und Schüler nichts dafür können, das Lernen zu Hause, egal wie gut aufgesetzt ist, nie vergleichbar ist mit dem Lernen in der Gruppe, in der Schule, in der Präsenz, in direkten Kontakt zum Lehrer, zur Lehrerin, ist völlig unbestritten. Und deshalb gibt es Nachholbedarf. Wir werden die Lernstandserhebungen machen, wenn die Schülerinnen und Schüler wieder irgendwann schrittweise in Präsenz zurückkehren und es dann in der Hinsicht klassenscharf machen. Wir haben die Lehrpläne entfrachtet, was die Prüfungen angeht, Maßnahmen ergriffen. Wir werden Angebote machen. Wir prüfen in den Pfingstferien, aber auch in den Sommerferien Nachhilfeangebote freiwillig. Es gibt momentan Verhandlungen mit dem Bund über ein Milliardenpaket, das der Bund investieren will, um Nachhilfeangebote gemeinsam mit den Ländern zu fördern. Ich sage das deshalb, wir setzen darauf, dass wir ein Stück weit individuell die Förderung einsetzen. Die Lehrerin, der Lehrer, der sieht, wo die Kinder stehen, wo die Klasse steht und dann auch den Spielraum hat, darauf im Lernvermittlung zu reagieren, ergänzt um Nachhilfe, Unterstützungsangebote. Per se zu sagen, alle müssen ein Jahr länger in die Schule gehen, finde ich einen sehr extremen Eingriff in persönliche Planung. Es gibt auch welche, die ganz gut durchgekommen sind und es gibt auch welche, die einfach andere Vorstellungen haben. Man muss sich vorstellen, das wäre jetzt vielleicht ein Fünftklässler, der dann in 6, 7, 8 Jahren, je nachdem welche Schule er besucht, ein Jahr länger in die Schule gehen muss. Ich glaube, das wäre zu intensiv, das wäre auch nicht angepasst genug, aber dass man was tun muss, unbestritten, und das werden wir auch machen. Klaus H. will vom Ministerpräsidenten wissen, ob er tatsächlich die gesamten 5 Jahre der Amtszeit durchstehen will oder vorher einem jüngeren Platz macht. Der Leser hat dazu geschrieben, er wünscht aber viel Erfolg bei der Wahl. Ja, ich wünsche mir, dass ich es durchstehe. Ja? Sonst wäre ich ja gar nicht angetreten. Man muss ja sehen, ich habe mir das wirklich sehr reiflich und lange überlegt, um nicht zu sagen, dass ich damit gerungen habe. Wenn ich jetzt nicht vorhätte, das die ganze Legislaturperiode zu machen, hätte ich das ja nicht machen brauchen. Ja? Nochmal 2 Jahre zu machen, da muss man jetzt nicht lange überlegen. Das war der Grund der Überlegung. Also das habe ich ernsthaft vor, das 5 Jahre zu machen. Das ist für die Runde erstmal, finde ich, ein gutes Schlusswort. Wir würden, muss ja erstmal schon gewählt werden. Nicht? Also das ist die Voraussetzung, deshalb sitzen wir hier zusammen. Das muss ich schon sagen. Nicht der Eindruck entsteht, ich sei schon gewählt. Es ging ja nur um die Frage, ob Sie 5 Jahre erfüllen wollen. Ob es dann so kommt, das wird man dann spätestens am Sonntagabend gegen wahrscheinlich schon um 6:30 dann sehr genau wissen, wie das Ergebnis ist. Wir hatten eben kurz vorhin darüber gesprochen, dass wir gerne nochmal die Runde machen würden, dass wir Sätze vervollständigen lassen, und zwar im Wechsel jeweils. Der Herr Muschel beginnt mit einer Frage an Frau Eisenmann, dann kommt die an Herrn Kretschmann, und damit es gerecht ist, kommt die nächste Frage direkt dann wieder weiter, damit wir so im Wechsel bleiben. Ich würde bitten, Herrn Muschel zu beginnen. Also wir sind immer die Sparringspartner, und Sie sind die Antwort. Darf man nachdenken? Soll spontan sein. Jetzt gucken wir mal, wie die Fragen sind.
Frau Eisenmann, wir beginnen. Mit Winfried Kretschmann würde ich gerne einmal wieder Kuchen essen. Okay, an Herrn Kretschmann, mit Susanne Eisenmann würde ich gerne einmal Tee trinken. Man könnte das verbinden. So, die nächste Frage, Herr Kretschmann. Die Zukunft von Boris Palmer sehe ich als Oberbürgermeister von Tübingen, das will er ja wohl noch mal werden. Die Zukunft von Friedrich Merz sehe ich vermutlich im Bundestag. Mit Stefan Mappus verbindet mich wenig. An den Ministerpräsidenten, mit Jürgen Trittin verbindet mich eine lange politische, streitbare Weggefährtenschaft. Und direkt hinterher, Gender-Sternchen sind für mich? Gibt's. Gemeinschaftsschulen sind für mich? Teil des Schulsystems. Und gleich die nächste Frage hinterher, zuletzt geärgert hat mich? Wie bitte? Zuletzt geärgert hat mich? Nix. Die gleiche Frage an Herrn Kretschmann, zuletzt geärgert hat Sie? Mein nicht ganz so gutes Performing beim Duell mit der Kollegin Eisenmann beim Südwestrundfunk. Das ist ehrlich. Was hat Sie denn zuletzt gefreut? Zuletzt gefreut habe ich, dass es bei der Stuttgarter Zeitung und heute besser lief. Frau Eisenmann, zuletzt gefreut hat mich? Das Kompliment eben, was das SWR-Duell angeht, durch den Herrn Ministerpräsident. Die drei Adjektive, die mich am besten beschreiben, sind Loyal, ehrlich, kollegial. Die gleiche Frage an Sie, die drei Adjektive, die Sie am besten beschreiben. Die Kollegin Eisenmann. Schnell. Nein, also ich mich selber. Ihre oder? Eigene Person. Ihre eigene Person. Ah, jetzt. Entschuldigung. Also drei Adjektive, die mich selber beschreiben. Oh Gott, oh Gott. Skeptisch, zuversichtlich, nachdenklich. Und die drei Adjektive, die meine Schwächen am besten beschreiben? Detail, Verliebtheit besitze ich nicht oder selten. Sie sehen, es war nicht vorbesprochen. Ja, das tue ich mich jetzt echt schwer. Das wir verkürzen auf ein Adjektiv und Frau Eisenmann, das Adjektiv, das meine Schwächen am besten beschreibt, ist? Ist ungerecht, weil ich Zeit hatte zum Überlegen. Ich tue mich aber genauso schwer. Ich würde sagen, ich bin manchmal vielleicht ein Ticken zu ungeduldig. Eine Deutschlandkoalition wäre für mich? Eine Deutschlandkoalition wäre eine Frage, die man dann, mit der man sich dann befasst, wenn das Wahlergebnis vorliegt. Eine Ampelkoalition wäre für mich denkbar. Und Umfragen sind für mich immer eine Last. Umfragen sind für mich immer eine Momentaufnahme. Wenn Corona vorbei ist, freue ich mich am meisten auf ach, mal wieder essen gehen mit Freunden. Und im Lockdown habe ich am stärksten vermisst, dass ich meine Freunde nicht mehr besuchen konnte. Die vorletzte Frage, dann sind Sie schon fast erlöst. Politik ist für mich eine sinnvolle Betätigung. Politik ist für mich gestalten zu dürfen. Und Baden-Württemberg ist für mich
ein wunderbares Land, wo man toll leben kann und wo es gilt, den Wohlstand in die Zukunft zu führen. Und das ist auch der letzte Satz, den ich Sie, wo ich Sie fragen würde, Baden-Württemberg ist für mich ein Land, das man gern regiert. Dann bleibt uns noch herzlichen Dank zu sagen, Ihnen, Frau Eisenmann, Ihnen, Herr Kretschmann, sehr gerne, für die muntere Debatte und die Ein- und Aussichten und Ihnen, liebes Publikum, fürs Zuschauen und fürs Einsenden der Fragen. Im Nachgang werden wir auch in unserer Printausgabe über das Duell berichten. Als wichtige zur Wahl auch Porträts von den Spitzenkandidaten der anderen Parteien, über die Wahlprogramme und über, ja, eigentlich ein ganz buntes Programm zur Landtagswahl können Sie auch auf unserer Homepage svp.de lesen. Und wer sich für Politik und Podcasts interessiert, dem legen wir auch unseren Podcast zur Landtagswahl, Wahlcheck Südwest, ans Herz. Am Sonntag wird gewählt. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und vor allem bleiben Sie gesund.